Herzlich willkommen, liebe Zuschauer daheim an den PCs, aber natürlich auch liebe Gäste hier direkt auf der Eurotier 2014 an Tag 2. Heute werden wir uns thematisch ein bisschen in die Schwerpunktthemen vertiefen, die unter anderem das Thema automatisierte Rinderfütterung, aber auch natürlich die innovative Ferkelaufzucht, auch unter dem Aspekt des Tierwohls und der Tiergesundheit beleuchtet. Und dazu, Sie sehen es vielleicht schon, habe ich mir heute ein paar Gäste auf die Bühne eingeladen, die gestern Abend ihren ganz großen Abend hatten. Da nämlich wurde der Bundespreis sozusagen des KTBL, des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, verliehen. Die zwei Herrschaften hier links neben mir sind eine von insgesamt 6 Bundessiegern. Und was genau die gemacht haben, beziehungsweise auf die Beine gestellt haben, um tatsächlich diesen Preis zu verdienen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Transparenz für den Verbraucher ist gerade bei einer modernen Nutztierhaltung enorm wichtig. Auf dem Hof Ratjens der Familie Schewe kann jeder einen Blick in die Ferkelzucht und Mastschweinehaltung werfen. Vor allem für Kinder ist der Besuch des gläsernen Stalls ein Erlebnis. Doch nicht nur in Sachen Öffentlichkeitsarbeit geht die Familie Schewe neue Wege. Ständig ist das Betriebsleiter-Ehepaar darauf bedacht, die Effizienz des Hofes im niedersächsischen Oldendorf zu steigern und die Energiekosten nachhaltig zu senken. Ja, wir haben eine Photovoltaikanlage installiert und ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk, womit wir halt Strom produzieren, indem wir zu über 60% selber nutzen und haben halt unsere Abläufe auch ein bisschen darauf ausgerichtet. Wir mischen unser Futter selber und versuchen das natürlich dann zu Sonnenscheinstunden zu machen, um diesen selbst erzeugten Strom auch möglichst vollständig zu nutzen. Ein moderner Luft-Luft-Wärmetauscher sorgt zudem dafür, dass die Luft im Schweinestall zwar ausgetauscht wird, die Wärme aber im Gebäude verbleibt. Die Strom- und Heizkosten konnten auf dem Familienbetrieb in 5. Generation durch das innovative Gesamtkonzept deutlich gesenkt werden. Ich würde sagen, das sind sehr, sehr eindrucksvolle Bilder, auch wenn nur auf 2 Minuten zusammengebracht. Erklären Sie doch sehr, sehr gut, warum das Ehepaar Schewe, die hier neben mir stehen, das ist zum einen Sonja Schewe und Oliver Schewe, durchaus mit Stolz diesen Preis gestern Abend entgegengenommen haben, des KTBL. Es gibt ja immer ein Motto, muss man ja sagen. Dieser Bundeswettbewerb wird ja regelmäßig im Turnus ausgelobt. Und nach dem transparenten Stall beim letzten Bundeswettbewerb ging es diesmal um das Thema Energie clever nutzen. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch von unserer Seite auch für diesen Preis. Jetzt natürlich vorher mal gefragt, was gab es denn eigentlich als Anerkennung gestern Abend bei dieser Preisverleihung, außer der Stallplakette? Also wir hatten gestern das Glück, dass wir einer von 6 Betrieben waren, die ausgezeichnet wurden. Und wir haben einen finanziellen Preis bekommen. Darf ich den nennen? 4.000 Euro haben wir gewonnen und darüber freuen wir uns sehr. Das werden wir irgendwie in unserer Freizeit schön einsetzen, würde ich sagen. Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern das, ob das wieder in die Technik investiert wird oder ob man wirklich sagt, okay, das nutzen wir jetzt mal, um vielleicht zu entspannen, mal um Urlaub zu fahren. Oder gibt es schon Planung? Ja, das haben wir uns gestern Abend auf dem Rückweg überlegt, dass wir dann Anfang des Jahres mal ein Wochenende zu zweit uns gönnen. Oh, das wird ein Urlaub der Luxusklasse, würde ich auf jeden Fall sagen. Der Herr, der übrigens hier zu meiner Rechten so freundlich lächelt, ist einer, der durchaus mit dazu beigetragen hat, dass Sonja und Oliver Schewe tatsächlich diesen Preis erhalten haben. Neben mir sitzt Dr. Stefan Neser. Er ist Mitglied der Bundesprüfkommission und kommt von der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern. Und Sie durften tatsächlich bei dem Bewerbungsverfahren auf einer insgesamt 5-tägigen Reise quer durch Deutschland touren und sich die einzelnen Bewerber, die ja dann im Endeffekt in 6 Betrieben ausgelost worden sind oder beziehungsweise ausgewählt worden sind, durften sich das anschauen. Die Familie Schewe, haben Sie gesagt, vorhin im Vorgespräch haben Sie im Sommer besucht. Was hat Sie denn in diesem Betrieb und vor allen Dingen an diesem Ehepaar mit Ihrer Arbeit vor Ort so besonders fasziniert? Besonders fasziniert hat mich oder die ganze Gruppe eigentlich das geschlossene Energiekonzept in einem wachsenden Betrieb. Ein Betrieb, der von 200 Zuchtzahlen auf 400 Zuchtzahlen gewachsen ist und parallel dazu immer
versucht und es auch umgesetzt hat, energetisch sinnvoll sich weiterzuentwickeln, das hat uns eigentlich am besten gefallen. Das war der fachliche Teil. Der zweite Teil war die Tatsache, dass die Familie Schewe schon immer offen war, den Betrieb gezeigt hat und letztendlich interessierte Landwirtskollegen, aber eben auch die interessierte Öffentlichkeit an ihrem Betrieb teilhaben lässt. Wir haben es vorhin schon angesprochen, das Thema automatisierte Rinderfütterung wird uns heute ein wenig intensiver beschäftigen. Und dazu, glaube ich, hat sich mein Kollege Hermann Kraus auf der Eurotier 2014 umgeschaut. Hallo Christiane, wir sind hier im Zelt am Hermesplatz vor Halle 25 beim Special Automatisierte Rinderfütterung. Die DLG und die Bauförderung Landwirtschaft haben in diesem Jahr das Special zur automatisierten Rinderfütterung ausgerufen und wir sprechen nun mit Frau Rosemarie Oberschätzel von der Landesanstalt für Landwirtschaft, die seit 3 Jahren an dem Thema forscht. Einen schönen guten Tag, Frau Oberschätzel. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Frau Oberschätzel, was sehen wir hier jetzt alles in dem Zelt? Ja, der Besucher hat hier die Möglichkeit, sich im Live-Einsatz 6 verschiedene Systeme von 6 verschiedenen Herstellern anzuschauen. Er kann sehen, wie die Systeme funktionieren, wie die Anlagen mischen und arbeiten und kann dann nachher auch das Mischergebnis am Futtertisch beurteilen. Sie haben es angesprochen, es gibt hier 6 unterschiedliche Systeme. Welche unterschiedlichen Lösungsansätze verfolgen hier die Firmen? Es gibt grundsätzlich 3 verschiedene Automatisierungsstufen. Die erste Automatisierungsstufe ist die rein automatisierte Futtervorlage. Die zweite Automatisierungsstufe wäre dann die automatische Erstellung einer Mischration, dann die automatisierte Futtervorlage. Und die dritte Stufe ist dann die vollautomatisierte Variante, wo einfach die Silageentnahme vom Silo automatisch ist, bis übers Mischen und hin dann zum Futterverteilen am Trog. Und damit darf sich auch mein folgender Bühnengast intensiver beschäftigen. Vor allen Dingen auf der diesjährigen Eurotier darf ich jetzt ganz herzlich hier auf unserer Bühne Dr. René Rackwitz von GEA Farm Technologies GmbH begrüßen. Sie sind Verkaufsdirektor Nordost Sales Germany. Das heißt also für Nord und Osten von Deutschland mit zuständig für den Verkauf. Jetzt haben wir gerade gehört zu dieser Rinderfütterung. Im Endeffekt, dass das Ganze schon seit Jahrzehnten teilweise gerade in den nordeuropäischen Ländern ein Thema ist, bei uns erst so allmählich rübergeschwappt ist. Man möchte damit ja Effizienz und Produktion und vor allen Dingen ja Leistung erhöhen. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Welche Technologien stecken da jetzt eigentlich im Speziellen damit drin? Ja, also da spielen 4 Dinge eine ganz große Rolle. Das ist einmal die sehr zeitlich flexible Befüllung der Bunker, also der Vorratsbehälter. Damit bin ich auch auf dem Hof ziemlich flexibel, also kann anderen Arbeiten nachgehen, kann mir diesen Tagesablauf einplanen. Ich habe ein grammgenaues Einwiegen des Futters, der Ration. Ich kann das Futter mehrmals am Tag immer wieder frisch vorlegen, ein wesentlicher Punkt. Und ich habe die Möglichkeit, mehrere Rationen zu bilden. Und damit kann ich auch Futtergruppen bilden. Also ich kann die Tiere nach ihrem Laktationsstand, nach ihrem Nährstoff, Energiebedarf genauso füttern, wie die Tiere das benötigen. Wenn Sie noch weitere Themen sich rund um die Eurotier zusammensuchen möchten und auch vertieft sehen möchten, schauen Sie einfach auf unsere Online-Plattform www.agrarheute.com. Dazu gibt es natürlich wie immer unsere Bühnenshow in verkürzter Version und natürlich auch morgen wieder. Wir freuen uns, wenn Sie anklicken oder wenn Sie uns direkt hier in der Halle 27 am Stand F28 besuchen. In diesem Sinne Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen.